Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich erkläre euch heute ein Anfänger-Perk-Bild für den Clown. Diese Anfänger-Perk-Builds zeichnet aus, dass ich keine lehrbaren Perks anderer Killer nehme, sondern nur mit den Clown-eigenen, in dem Fall Perks, spiele und den frei lehrbaren Perks. Der Perk-Build besteht aus den Perks Verblüffen, Pop Goes the Weasel, Geflüster und Schlampiger Schlachter und nutzt die beiden Addons Klebrige Limo-Flasche und Krug mit Lösungsmittel. Wer Perks und Addons schon kennt, kann jetzt hier zur Zeitmarke und damit direkt ins Gameplay springen, aber ich werde jetzt erstmal die Perks erklären. Als allererstes habe ich mich für Verblüffen entschieden. Verblüffen ist eins der drei lehrbaren Perks des Clowns und das Perk ist ziemlich gut, denn mit Verblüffen steigt ihr schneller durch Fenster durch, kommt also in der Jagd hinterher und wenn ihr durch ein Fenster durchsteigt, dann wird dieses Fenster für 16 Sekunden versperrt. Steigt ihr danach durch ein anderes Fenster durch, dann wird das neue Fenster versperrt und das alte nicht mehr. Also habt das so ein bisschen auf dem Schirm, dass ihr nicht zweimal hintereinander durch ein Fenster springt und der Überlebende freut sich, okay, das erste Fenster ist wieder bereit und ich kann durchspringen. Was heißt das? Das Fenster ist blockiert. Wenn du durchspringst durch dieses Fenster, dann erscheinen da sozusagen die Zeichen des Enditus und der Überlebende kann halt für diese 16 Sekunden nicht durch. Das ist extrem nützlich an einigen Strukturen und Loops, an denen die Überlebenden dich normalerweise richtig gut hinhalten können. Mit diesem Perk nicht mehr. Mit diesem Perk könnt ihr diese Loops und diese Fenster schließen und könnt so viel schneller in der Jagd hinterherkommen und die Überlebenden schneller erwischen. Als zweites Perk habe ich mich für das clown-eigene Perk Pop Goes the Weasel entschieden. Pop Goes the Weasel hat den Effekt, dass wenn ihr einen Überlebenden aufhängt, dann wird dieses Perk für 45 Sekunden aktiv. Wenn ihr dann, nachdem ihr einen Überlebenden aufgehangen habt, innerhalb dieser 45 Sekunden gegen einen Generator tretet, dann wird dieser beschädigt. Zum einen, natürlich, ihr tretet gegen und außerdem bekommt er sofort 25% Fortschrittsrückgang. Das heißt, ihr hängt jemanden auf, geht zum nächsten Generator, zack, haut Pop drauf. Dann jagt ihr den nächsten nieder, hängt den auf, geht wieder zum nächsten Generator, haut da wieder Pop drauf. Also ihr lauft immer wieder rum und tretet die Generatoren zurück, nachdem ihr Leute aufgehangen habt. Das ist ein ziemlich mächtiges Perk, um Generatoren aufzuhalten und tatsächlich auch mein Lieblings-Anti-Generatoren-Perk. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Clown-eigenes Perk. Als nächstes habe ich mich für das frei lehrbare Perk Geflüster entschieden. Geflüster hat im Grunde den Effekt, dass sobald jemand in einem 32 Meter Radius zu euch ist, leuchtet dieses Perk auf und ihr bekommt so Entitus Flüstern ins Ohr. Warum ist das nützlich? Ihr könnt mit Geflüster am Anfang der Runde durch die Map laufen und sobald das Perk aufblinkt, wisst ihr, okay, in meiner Nähe sind Überlebende und könnt die schneller aufspüren. Ihr könnt Überlebende am Ende schneller finden. Ihr könnt aber auch, sobald ihr jemanden aufgehangen habt, dann mit und Pop Goes the Weasel aktiv ist, damit schneller die Generatoren abgehen, weil ihr seht, okay, Geflüster nicht an bei dem Generator. Müsst nicht bis zum Generator hinlaufen, um nachzuschauen, sondern könnt so schneller die Generatoren finden, an denen Überlebende sitzen und dort dann schön Pop draufhauen und so für extremen Rückschritt sorgen. Als allerletztes habe ich mich für Schlampigen Schlachter entschieden. Schlampigen Schlachter hat den Effekt, dass wenn ihr einen Grundangriff ausführt, bekommen die Überlebenden zwei Statuseffekte. Einmal zerfleischt und einmal Blutung. Grundangriffe sind alle normalen Linksklick-Attacken. Dadurch, dass ihr Clown spielt, macht ihr eigentlich nur eure Angriffe mit Linksklick. Ein Demogorgon zum Beispiel macht seine Attacke mit einem Rechtsklick, das ist dann kein Grundangriff mehr. Aber als Clown macht ihr nur Grundangriffe, daher bietet sich das Perk sehr gut an. Was machen jetzt diese zwei Statuseffekte? Zerfleischt sorgt dafür, dass Überlebende länger brauchen, um sich zu heilen oder um geheilt zu werden. Ihr schlagt damit also nochmal mehr Zeit raus. Und Blutung sorgt einfach dafür, dass Überlebende mehr bluten. Ihr könnt also vielleicht den Blutspuren besser folgen. Ist jetzt nicht so wichtig. Uns interessiert mehr Zerfleischt, denn damit sorgt ihr auch wieder dafür, dass Überlebende verlangsamt sind. Ne? Zusammen mit Pop Goes the Weasel und Schlampigen Schlachter habt ihr da zwei Sachen, um Überlebende irgendwie zurückzuhalten und könnt damit vielleicht mehr Druck aufbauen und müsst nicht euch so sehr um die Generatoren sorgen. Ich habe mich einmal für das Addon Klebrige Limo-Flasche entschieden, denn dieses Addon hat einfach den Effekt, dass ihr eine Flasche zusätzlich habt. Und habt im Grunde, es ist nicht so schlimm, wenn jemand in der Jagd eine Flasche daneben werft oder die nicht so nützlich ist, ne? Denn mit dieser Limo-Flasche, ne, habt ihr eine zusätzlich und könnt in der Jagd häufiger eure Kraft einsetzen, was euch in der Jagd auch deutlich stärker nochmal macht.
Als zweites Addon den Krug mit Lösungsmittel, der verlängert einfach die Dauer des Gestärkt-Effekts. Der Gestärkt-Effekt ist der Effekt, den ihr bekommt, wenn ihr in diesen gelben Nebel reinlauft, den ihr mit diesen gelben Flashline erzeugen könnt, ne, der euch Speed gibt. Durch diesen Krug mit Lösungsmittel gilt dieser Gestärkt-Effekt länger und ihr kommt schneller hinterher und könnt Überlebende entsprechend auch schneller plätten. Also eine ziemlich gute Addon-Kombination. Übrigens, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zur Addon, zu meiner Addon-Liste. Ich habe nämlich eine kleine Addon-Liste erstellt, wo alle Addons des Clowns aufgelistet sind und so bekommt ihr vielleicht auch mal nochmal einen Überblick, was machen die Addons, sind die gut und was lässt sich vielleicht gut kombinieren. Schaut da gerne mal rein. Na gut, aber ich würde sagen, wir probieren jetzt mal, wie das Ganze in der Runde läuft. Also ab in die Runde. Ja, und da sind wir auch schon in der Runde auf der gestörten Abteilung mit dem guten Clown. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden und ob die Perks ja, uns zum Sieg verhelfen können. So, ich nehme direkt den gelben Nebel, werfe eine Flasche weit weg. Geflüstest an. Heißt, ja, dort vorne ist jemand. So, dadurch, dass wir eine Flasche mehr haben. Oh, knappe Kiste, mein Lieber. So, ich mache noch nicht direkt kaputt. Okay, da will ich dich. Eins, zwei. Er läuft nach links. Und hier unten weg. Durchs Fenster. Hier ist noch jemand. Okay, ich hätte gedacht, dass die Fang hier wartet. Fang? Okay, hier hinten sind beide. Was ist hier los? Ich hole mir jetzt den Schlag auf die Fang, bringe damit schlampigen Schlachter auf sie. Zack. So, dadurch, dass sie jetzt versucht hat, so ein bisschen sich zu drehen, hat sie, glaube ich, ein bisschen, ein Stück weit zumindest, Distanz verloren. Ich werde jetzt versuchen, hier irgendwie den Weg abzuschneiden. Okay, ich dachte... Na, so ganz hat es nicht funktioniert, sind wir ehrlich. Erster Generator schon durch. Fängt jetzt wahrscheinlich raus, hier raus. Nach hier unten weg? Nee, oder? Oh, hallo Steve. Zack. Der Gen ist ziemlich gefährlich weit. Boah, dort hinten ist noch jemand, ein Bill. Eieiei. Okay, ich muss jetzt den Steve schnell kriegen. Hart im Nehmen. Nein, hab ich dich. So, ich muss ihn schnell aufhängen, dann an den Generator, an dem er war, Pop draufhauen. Haben sie den gerade gemacht? Wahrscheinlich, ne? Ja. Mist. Okay, so können Pläne auch zerbrechen. Ich dachte, ich ja, krieg das vielleicht hin. Aber wahrscheinlich ist der Bill dann schnell hierher gelaufen. Ich habe, ja, ich wusste es, jemanden gehört. Noch ein Steve. Okay, ist anscheinend Steve-Saison hier. Okay, warum sehe ich keine Rennspuren? Hier unten weg. Okay, er ist draußen lang. Nach oben links Richtung Schrottlaube, dort lang. Der andere Steve wurde aufgeheilt. Ich jage jetzt in... Nein, 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 nein. Ich block die Palette. So, er hat seinen Hart im Nehmen gezündet. Okay, okay. Den muss ich aufhängen. Dann muss ich irgendwie super schnell zurück zu den anderen, denn die machen gleich den nächsten Gen durch. Ich hänge den nach dort. Das ist auf dem Weg. Und dann muss ich hier dringendst... Ja, dort hinten sind alle. Zack. Zack. Ich mache hier eine riesige Nebelglocke hin. Zack. Okay. Ja, nächster Generator an. Hier trete ich gegen. Eins, zwei. Ja, dachte ich mir, dass jetzt die Rettung kommt. Das hat euch beide erwischt. Ich nehme mir den Verletzten erstmal mit hartem Nehmen. Hartem Nehmen. Na, geliehene Zeit. Okay. Ich wollte ihn halt erstmal nur beschäftigt halten. Auf dem Boden halten. Schade. Okay, hier mache ich kaputt. Bringt mir gerade nichts, ihn hier zu jagen. Ich muss zu meinen Gens zurück. Das ist gerade alles nur Zeitverschwendung, was ich hier mache. Ja, dort ganz oben ist nämlich wieder der Bill und der ist immer noch verletzt.
Ich dachte, durch die schnellere Reichweite schaffe ich es vielleicht. Ich muss mir neue Flaschlein mischen. Denn nur die Flaschen geben mir Kraft. Steve wurde geheilt. Zack, kaputt. Oh, lass mich doch. Ich komme hier nicht durch. Hier sind sie ja wirklich alle. Hallöchen. Zack. Kaputt hier. Zack. Ich weiß, dass Feng ja auch noch ist. Aber wir jagen lieber erstmal Kollegen weiter. So, das hat dich schön eingehüllt. Zack, hab ich dich. Okay, die anderen heilen sich erstmal, aber die werden bestimmt jetzt gleich wieder den nächsten Generator durchboxen. Huh, als Clown ist es stressig. Zum Glück habe ich Pop und kann da so ein bisschen gegenhalten. So ein bisschen. So, du hängst. Der Generator hier oben klingt auch schon wieder gefährlich weit. Der dort unten nicht ganz so. Feng war hier oben. Feng ist noch verletzt. 1, 2. Ich versuche irgendwie hier den Weg abzuschneiden. Hallo ihr beiden. Bill tankt für Feng. Sehr edel. Steve wurde gerettet vom anderen Steve. Ab durchs Fenster. Ich versuche mich schneller die Feng zu holen. Denn wenn ich Feng jetzt hier lasse... Hallo? Hat im Nehmen. Ja, hast du? Wenn ich Feng jetzt hier nämlich lasse, dann hätte sie sich oben wieder an den Generator gesetzt und weitergearbeitet. So, du kommst dahin, dann muss ich schnell wieder nach oben und dort Pop draufhauen. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Schade, ich dachte, ich kick vielleicht den Hit noch. Das wäre gut gewesen. Zack. Ich kann ihm nicht nach. Doch könnte ich, oder? Der geht noch zurück. Zack. Ich muss Steve erwischen. Steve ist tot, wenn er hängt. Das ist jetzt meine Mission. Zack, anderer Steve kommt und will mich abblocken. Macht er gut. Oh, Scheinkleister. Das gibt's doch nicht. Ich muss den anderen Steve mir schnell holen, weil der tot ist, wenn er hängt. 1, 2. So, na komm, Clown. Ich habe auch leider keine Flaschen mehr. Okay, hole ich mir schnell Feng. Hart im Nehmen. Ich weiß nicht, ob Feng tot ist, wenn sie hängt. Bill ist auch noch verwundet. Alle sind verwundet. So, und der Steve, der vorhin geblockt hat. Ja, hart im Nehmen. Zack, hab ich dich. Okay, die anderen beiden Steves haben sich beide geheilt. Ich muss Bill schnell aufhängen, dann schnell Feng aufhängen, dann Pop auf den Gen draufhauen. Ist das anstrengend gerade. Geflüster bringt mir auch gerade nicht so viel, weil irgendwie alle dauerhaft da sind. Feng wurde schon aufgehoben. Ich wusste, dass ich wenig Zeit hatte. Feng wurde voll geheilt. 1, 2. Lohnt sich kaum. Wahrscheinlich hätte ich lieber Pop oben draufhauen sollen. Das war gerade eben zu impulsiv. Ich sehe niemanden. Wir schauen mal kurz nach oben. Hier ist tatsächlich noch der Steve. Zack. Da ist der andere. Mensch, Leute, langsam müssen noch mal all eure Medikits aufgebraucht sein, oder? Schade. Da wurde auch schon gerettet. Okay. Halt mich dich. Und sie ist nach dem Schlag schön mit ihrem Sprintboost in den Nebel rein. Hat damit ein bisschen Distanz verloren. Okay, wir müssen jetzt hier alles nutzen, was wir kriegen. So, Feng, wo lang? Unten weg. Okay, daraus. Dort hinten ist der Steve. Mist, ich bin da festgehangen. Zack. Ich bin da einfach festgehangen. Ich kam da nicht weiter. Oh, wenn die Map auch noch gegen dich kämpft, ne? Dort hinten ist der andere Steve. Den versuche ich mir jetzt zu holen.
Wobei, wenn Bill hier mehr Fehler macht, hole ich mir natürlich lieber Bill. Karte nehmen. Ja. Ach, ich dachte eher. Habe ich dich? So, ich glaube, wir machen gerade ganz okay Druck. Ah, ich wollte Bill eigentlich aufheben. Keine Zeit, die Paletten zu zerstören. So, du kommst mit hier an den Haken, dann haue ich dort Pop drauf. Und sorge immer wieder langsam, aber sicher für Rückschritt. Okay, dich hole ich mir jetzt. Hart im Nehmen hast du. Ja, komm, zünden. Nein, okay. Ich hau jetzt mit dem Pop von Bill hier gegen. Um den Generator einmal zurückzusetzen. Und den dann anfassen. Kann ich mit dem Pop Ghost Divisor, was ich vom Steven bekomme, dann nochmal gegenhauen. Bill wurde schon gerettet. Okay, gut, gut. Ihn kann ich jetzt wenigstens aus dem Spiel nehmen. Zack. Tot. Ich mische mir neue Flashline. Der Generator geht zurück. Bill wurde auch schon wieder hochgeheilt. Und ganz oben von Fang. So, Fang ist im Nebel drin. Hallo? Und du bist noch verlangsamt. Super, hab ich dich. Okay, langsam aber sicher, ne? Wir holen uns das langsam aber sicher zurück. Wir haben am Anfang vielleicht ein bisschen viel Zeit verschlafen, sage ich mal. Aber die Zeit holen wir uns zurück. Zack. Du hängst. Ich werfe da eine gelbe Flasche, um schneller da zu sein. Falls hier wieder jemand ist. Hier ist niemand, okay. Kopf ist gegengetreten. Ich schaue trotzdem nochmal schnell hier hin. Okay, niemand da. Ich mische mir neue Flashline. Dort hinten ist Bill. Super. Den haben wir. Der hat einen Schlüssel. Okay. Das ist gefährlich. Und der andere Steve hat jetzt auch noch einen Generator gemacht. Ich glaube, Bill ist tot, wenn wir ihn kriegen. Er hat aber, glaube ich, auch noch hart im Leben. Verlangsamt. Hab ich dich? Die anderen haben dort gerettet. Du kommst mit. Hier an den Haken. So, zack. Tot. Dort unten sind beide. Verlangsamt, hart im Nehmen. Die Palette stand noch. Übel. Ah, ich dachte, er rennt weiter. Okay, hier mache ich direkt zu. Oh. Er hat die Palette mit allen Mitteln aufgestellt, um sie mir nochmal vor die Nase zu hauen. Sehr schön. So, ich versuche ihn so ein bisschen vom Haupthaus abzublocken mit diesen Flaschen. So in Richtungen zu drängen. Dort hinten läuft Fang weg. Fang kommt wieder direkt, weil sie den Generator so weit hat. Okay, die Sache ist, hart im Nehmen hatte die Fang. Yep. Zack, hat sie auch Adrenalin, weil Steve wird jetzt gleich den Generator durchziehen. Ich nehme sie schnell mit. Ich glaube, einzig den Steve da, den hatte ich nicht so oft am Haken. Eigentlich muss ich mir neue Flaschen mischen, aber ich muss auch schnell wieder bei dem Generator sein, um dort wieder Pop drauf zu hauen. Muss ich nicht. Fang ist tot. Hier ist die Falltür, ich mische mir direkt neue Flashline. So, ich stehe da, wo der Hebel ist, sage ich mal. Und zu. Fang ist tot. Und Steve ist unterwegs. Ach, ich wollte gerade sagen, die Leute, die an den Hack geopfert wurden, dass man die noch manchmal hört, ne? Ich muss gar nicht werfen, ne? Solange kein Geflüster an ist, alles egal. Ich habe ja Geflüster, was mir super dabei hilft, die letzten zu finden. Geflüster ist an. Das heißt aber, dass hier jemand ist. Okay, ich gehe wieder zurück. Ein ganzes Stück zurück. Hier wieder, okay. Links geht's an. Rechts geht's an. Oh, verdammt, der war beim Tor. Ich habe den nicht gesehen. Hart im Nehmen. Hui. Ich habe ihn halt nicht gesehen beim Tor. Gut, den hätten wir vielleicht auch noch schnappen können. Ich dachte, ich orte den jetzt mit Geflüster. Mir ist dabei gar nicht aufgefallen, wie viel Zeit dabei vergangen ist. Schade, aber hey, wir haben wenigstens drei andere geschnappt. Ich bin voll zufrieden. War eine spannende Runde, ne? Die Überlebenden haben auch sehr, sehr gut gespielt.
Ich glaube aber, unsere Perks haben uns auch hier sehr weitergeholfen. Gerade Pop Ghost Weasel, was ich häufiger setzen konnte, war super. Schlampiger Schlachter hat mir auch echt geholfen. Verblüffen kam diesmal gar nicht so gut zum Tragen, kann aber auf einer anderen Map gegen ein anderes Team das Perk sein, was einem richtig gut weiterhilft. In der Runde war es jetzt nicht so super, ne? Pop war super, Schlampiger Schlachter auch, weil sie sich ständig geheilt haben. Und Geflüster hat mir zumindest am Anfang so ein bisschen geholfen. Gut, am Ende habe ich es halt selber verhauen, ne? Das war ein bisschen Pech, aber naja. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!